natürlich auch kein Messgerät, wo du sagst, damit könnten wir das gucken. Wir würden dann einfach versuchen, zu finden und gut. Es sind 7.54 Uhr hier in die Ernst-Weiden-Straße nach Poll gerufen worden zum Chemieeinsatz. Bei Umräumarbeiten hier im Lagerbereich ist eine Flasche umgefallen und ein halber Liter einer unbekannten Flüssigkeit ausgetreten und ausgelaufen. Also unsere Einsatzkräfte konnten das relativ schnell identifizieren. Das war ungefähr ein halber Liter 33-prozentige Salzsäure, die zu Reinigungsarbeiten und Ähnlichem genutzt werden kann. Unsere Einsatzkräfte sind in das Gebäude reingegangen, haben die Salzsäure aufgenommen mit Chemikalienbinder, haben alle Sachen entsorgt, die damit in Zusammenhang gekommen sind und die ganze Einsatzstelle durchgelüftet. Also wir sind hier mit insgesamt 18 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Man merkt schon, das ist ein relativ großes Aufgebot für einen halben Liter Salzsäure. Aber letztendlich ist das das, was wir für einen Chemieeinsatz ansetzen. Was machen wir? Ein Trupp geht vor zur Erkundung, möglichst unter Atemschutz. Dann kann man in der Flüssigkeit einfach mal einen pH-Wert messen. Das war eine Säure, die wir hier relativ schnell gemessen haben. Man kann schon Lüftungsmaßnahmen ergreifen. Der nächste Trupp, der dann vorgeht, hat wirklich einen Chemikalienschutz an und nimmt das Ganze mit Bindemitteln auf. Parallel dazu wird noch ein Notdekon aufgebaut, sondern der Dekon aufgebaut, sodass, wenn die Einsatzkräfte mit dem Stoff in Verbindung kommen würden und eine Gefahr besteht, dass sie dann professionell und schnell gereinigt werden können.